meine lieben Freunde, heute ist der 19. Dezember und wir stehen hier und müssen hier irgendwie durchkommen und ich möchte nicht so gerne zerquetscht werden. Ich überlege mir noch, wie wir das hier anstellen. Wie ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, fand ich das schon relativ schwierig. Aber erzählt mir doch mal einfach irgendwas von euch. Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Es wird ja jetzt langsam Zeit, ne? Also wer jetzt die Weihnachtsgeschenke noch nicht alle hat, der sollte sich dann sputen. Oder schenkt ihr euch überhaupt irgendwas? Vielleicht sagt ihr auch, oh, ich schenke gar nichts zu Weihnachten. Es gibt ja auch Nicht-Schenker. Ihr könnt mir das gerne alles in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal irgendwie, ob wir hier durchkommen. So. Das war schon mal nichts. Ich habe irgendwie nicht bedacht, dass da Stacheln waren. Ich glaube, da bin ich beim ersten Mal auch schon reingeschlittert. Und dann haben wir jetzt natürlich den falschen Moment abgepasst. Also nochmal. So schwer ist das eigentlich gar nicht. Man muss nur ans Springen denken. Und dann auch die Taste rechtzeitig erwischen. Eieiei. Aber jetzt. Yeah. Das war ganz schön knapp. Fast hätte den Fox erwischt. Oh oh. Ich glaube, wir sind ein bisschen spät dran. Nein, wir haben es gut gemacht. Wir haben es sehr gut gemacht. Ja, wir haben auch einen Speicherpunkt erreicht. Dann gucken wir uns doch einfach heute schon mal den Kultureinblick Wir gucken uns den Kultureinblick ein, ja. Guter Deutsch. Gestern waren die Nordlichter. Würde mich auch interessieren, was ihr dazu denkt, zu den Nordlichtern. Vielleicht habt ihr eure eigene Theorie über die Nordlichter. Ich muss ja sagen, die Nordlichter sind wirklich wunderschön, auf jeden Fall. Aber ist halt ein Naturphänomen und ja, was die Inuit darüber glauben oder denken, ist halt denen ihre Sache und was jeder Mensch darüber glaubt, ist seine andere Sache. Der Monat der Nacht. Das sagt mir jetzt auch gar nichts. Können ja mal eben ein bisschen schauen, was es dann noch kommt. Tiergeister, Wiedergeburt und Namensgebung, das ist bestimmt auch interessant. Menschentöter und Wetterkunde. Und Kunuyaksa-Yuka, das ist dann an Heiligabend. Ja. Und wir haben, wie ihr seht, gar nicht mehr so viele Tage bis dahin. Also heute der Monat der Nacht. In the month of November, there's no sun. So during that dark time, we travel by the light of the moon. It's quite different. Everything was silver and black. Toward the horizon, we could see where caribou are because their body heat flowing upward, and we could see it glowing in the moonlight against a dark horizon where there's no stars. If somebody yelled, you couldn't know who yelled from where the sound came from, but specifically for that cloud of their breath went up and it glowed in the moonlight. So that was a good time to travel. It was very surrealistic. And so things that were dark objects looked very close and white objects looked very far. Ja, also der Monat der Nacht ist der Monat, wo die Inuit immer gereist sind oder besonders viel gereist sind. Das wusste ich auch zum Beispiel selber noch gar nicht. Und gerade deswegen finde ich es auch so cool, mit euch zusammen diese Kultureinblicke anzuschauen. Ja, und es einfach alles so herauszufinden und einfach was über dieses super tolle Volk zu lernen. Okay. Jetzt geht's weiter. Ich denke mal, wir müssten zuerst mit dem Fox hier dieses Teil holen. Komm, komm. Ja. Ungefähr so. Komm raus, komm raus. Ach, und das wollte ich euch auch noch erzählen. Es gab sogar einen neuen Patch. Also das Spiel wird tatsächlich regelmäßig mal gepatcht. Jetzt nicht alle zwei, drei Tage, aber es kommt auch immer wieder was Neues. Die Bola, meine Freunde. Irgendwie soll wohl die Bola verbessert worden sein. Und
Ja, auf jeden Fall habe ich getroffen. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, was ich an der Bola verbessert haben soll. Momentan kommt sie mir noch genauso vor, aber auf jeden Fall tut sich da immer mal was. Also die Entwickler bleiben dran. Das finde ich auch super. So, und Fox, jetzt holen wir doch mal hier das Teil runter. Wir müssen jetzt den Aufwärtsschwung hier benutzen, um darauf zu springen. Und da bin ich, glaube ich, gefühlt 100 Mal gestorben, als ich das erste Mal versucht habe. Wie ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, meine ich. Aber jetzt habe ich es ganz gut drauf. So, Fox, nach oben. Nach oben. Okay, und mit der Luna jetzt hier... Nein, das war natürlich nichts. Direkt in die Stacheln. Kann ja nur wieder mir passieren. Eigentlich so ein einfaches Ding hier. Ach, komm raus. Nein, nein, nein. Komm raus. Wir wollen hoch. Wir wollen nicht runter. Da hat die Luna jetzt völlig was missverstanden. Okay, also wir holen das Teil mit dem Fox. Wir sind noch nicht mal da. Komm. Heraus, heraus. Und jetzt mit der Bola. So weit waren wir ja schon. Aber ja, auf jeden Fall würde ich doch sagen, ich treffe besser. Ob das jetzt was damit zu tun hat. Oder auch nicht. Wir versuchen das nochmal mit diesem Aufwärtssprung. Und jetzt. Jawohl. Sehr, sehr schön. Ja. Jetzt aber. Das haben wir geschafft. Okay. Und da uns jetzt klar geworden ist, was unsere eigentliche Aufgabe ist, möchte ich genau an dieser Stelle dann das Video unterbrechen oder die Aufnahme unterbrechen. Und wir sehen uns morgen wieder und dann werden wir uns dieser Aufgabe, die uns ja komplett klar ist, widmen. Also, bis dahin, bleibt dran, habt viel Spaß auf YouTube, eure Kalugia.